Jo, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wieder ein Schönen Wunder Tag. im Ödland. In der letzten Folge haben wir die Abernathy Farm unterstützt und ein paar Gude aus dem Super-Duper-Markt Vernichtet. Und jetzt müssen wir wieder so ein Funkleid-Dingen aktivieren, damit wieder. wir ja neue Siedler ja anlocken können. Machen wir das mal. Benötigt Energie. Ah, okay, das ist jetzt nicht schwer. Allerdings würde ich erstmal, bevor die Siedler ankommen, und die kommen verdammt schnell, erstmal Fallen ja entschärfen, weil da war ein ganzer Raum voller Fallen, habe ich gesehen. Und ja, den sollten wir vielleicht entschärfen, bevor da irgendjemand Unglückliches reinläuft. Sehr gut. Kartusche, okay. Also, warte, kannst du mal nehmen, okay. Ah, ist jetzt hier unten irgendwas? Ich dachte. Oh. Dann bin ich ja nirgendwo reingelaufen. Okay, komm mal her. Wo bist denn du schon wieder? Ach ja, da oben ist auch eine Truhe, glaube ich. Nein, nicht der Tattoo. Ja, tolle Siedlung. Das ist nur ein Haus hier. Kannst jetzt nicht als Siedlung hier verkaufen. Aber je mehr Siedlungen, desto besser, weil von denen kann ich gut Materialien hier für meine Hauptsiedlung hier bekommen, nämlich hier alles verschrotte oder so. Wie schön. Also so gut wie möglich, also schnell wie möglich alle möglichen Dinger finden, ist glaube ich nicht so schlecht. Mal zum Verkaufen. Hallo, Mary's Teton. Margaret's Nachricht, okay. Ja, ich dachte, ich hätte was gehört. Wartet jetzt an. Nö, nee, kann nicht. Warte mal. Okay, man hat den Typen nur, aber immer. Wenn ich da vorbeikomme, anscheinend. Aber wo ist Kate? Ich möchte ihr ein Dings geben. Erstmal möchte ich hier Erfahrungspunkte gut ausgeruht, ja. Holen. Da bist du gewesen. Hey. Nimm mal. Ja, wo ist das? Kampfflinte. Sieht, glaube ich, ein bisschen mehr ab. Ich habe irgendeine Klamotte. Mein Gott, ist sie nass. Hey. So, jetzt muss ich noch Energie eher überleiten zu dem Ding. Das kriege ich ja bestimmt hiervon, ne? Ehrlich? Ich will echt noch einen Generator oder so machen.
Warum schon, das Ding ist doch sowas von. Gibt's da nicht. Guck mal, die Dinger gehen doch dahin. Gut, dann machen wir den Generator eben. Auch immer ich dafür Kronkorken kriege. Ich kann kaum erwarten, dass diese gottverdammte Hitze aufhört. Es ist am Regnen. Okay. Wir sind in der Nähe von. Ja, okay, nicht in der Nähe. Nordhagen Beach, ne? Aber da möchte ich ungern hingehen, ehrlich gesagt. Gehen wir zum Flughafen Boston. Dann gehen wir direkt da zum Dingen. So, Nordhagen Beach, dann machen wir das da. Dann gehen wir die beiden Missionen gleichzeitig ab, so. Ich hoffe, das funktioniert so. Verschiedene Monster ausgewählt, speziell, etwa Jetpack, ja, okay. Einschlag. Ticket, Stealth Boys und automatische Stimpacks, geil. Und ich habe ja Rüstmeister schon, bestimmt Intervents eine neue einzigartige Fähigkeit, Scheinwerfer oder Geschütze zu steuern. Ah, okay. Cool, aber nein. Ich habe ja Rüstmeister schon bald. Aber gibt es da draußen überhaupt was Sehenswertes? Ja, es gibt das Capital Wasteland. Also Dingens hier. Welche Stadt war nochmal? Boah, welche Stadt war nochmal? Fallout 3. Hat jetzt Boston. Ich weiß auch gar nicht mehr, was vor. Okay, Vegas, ist klar, ne? Aber warte mal nochmal, Fallout 3. Ach, na. Boah. Liegt mir auf der Zunge. Kennt man doch. Washington, mein Gott. Washington DC. So. Du hast kein Problem damit, nass zu werden, Kate. Aber so geht das halt ein bisschen schneller. Das geht. So. Ich komme in Frieden. Junge, oh, hallo. Rüstratten sind widerlich. Okay. Sprich für dich selbst. Entschuldigung. Haben die Minutemen dich geschickt? Oh ja. Na klar, sag mir einfach, bei was ihr Hilfe braucht. Es gibt eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Mal sehen, was ich tun kann. Gut, wir hätten nicht gewusst, an wen wir uns sonst hätten wenden sollen. Ja, kein Ding. Lange eher mir danach gehört. Ah, ich kann mich hier nicht heilen. Aber ich heile mich ja automatisch, trotzdem. Ich werde Erfahrungsbonus, ich weiß das nicht. Jetzt ist auch egal. Boah, immer. Das verstehe ich irgendwie nicht. Alle Begleiter hocken immer vor der Laborstation herum. Die Strong, der ist die ganze Zeit immer an der Laborstation am Rumhocken gewesen. Die Kate. Als ich da kurz mal meine Sachen eingelagert habe, ist auch direkt zur Laborstation gegangen. Hi. Warum? Vor allem Strong, der ist richtig nervig. Er ist die ganze Zeit am quasi, die ganze Zeit. Und nicht mal, der lässt noch nicht mal irgendwie eine Minute Pause oder so dazwischen. Was er sagt, Strong möchte kaputt hauen. Strong möchte Mutter der Menschenliebe finden. Strong dies. Strong das.
Scheiß her! Was? Das ist wieder mal ein toller Tag für ein Rennen. Was? Nicht vergessen, für morgen stehen neue Bots auf der Liste. Das wird toll! Hä? So. Zurück zum Rennen! Und ja. Wieso, Junk, lässt es mit den neuen Mods krachen? Das könnte ein guter Ort sein, um ein paar Kronkorken zu gewinnen. Bobs, ihr Onkel, hol schnell auf! Das läuft Kopf an Kopf! Hey! Was gibt's denn? Hier drüben. Ein ziemlich heftiges Rennen! Geil. Und gleich, Lady Lovelace tritt im Zweikampf gegen Iron Maiden an. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Hallo? Ein Witz. Die Leute sagen es. Niemand hat es überlebt. Habt ihr die Wippen abgegeben? Ach, ich bin nicht gut. Was ist denn jetzt? Warte, ich hab mich gehört. Ich hab direkt die zweite umgekehrt. Ah, du bist schon wieder... Wir sind immer noch am Rennen. Toll. Ja, ich glaube, die Waffe wird nicht. Wer zum Teufel ist das? Du hast schon wieder so eine Power-Rüstung, ehrlich. Muss das jetzt unbedingt Standard werden? Protektron im Rennen, genau. Aua, was so? Was ist das hier? Illegale Rennen oder was? Oder also gut platziert gerade, ne? Ah! Ich bin voll. Die Blödsinn, ne? Oh, was ist jetzt schon wieder passiert? Meine Güte. Na gut, jetzt weiß ich wenigstens. Eine Rennstation haben wir aufgebaut, oder was? Für Roboterrennen, oder was? Was zum? So. Jetzt weiß ich auch, was mich erwartet. Danke, okay. So. Was für ein Rennen! Was für ein Rennen! Die lassen die nicht in Ruhe, die scheinen ja nur den Spaß zu atmen, nicht? Das ist wieder mal ein toller Tag für ein Rennen. Scheint auch niemand zu. Und die machen einfach hier nur. Wir machen einfach nur hier so ein Rennen, wenn ich. Und hier kommen sie! Nur gucken, von wo ich hier. Atomic Dreams ist immer noch am Ball! Nicht zu vergessen, Boston Blaster, der hat das schon mal gerissen! Scheiße, ich bin schon. Ich glaub schon. Ein ziemlich. Verdammt, was ist denn jetzt? Also. Wo seid ihr alle? Da ist einer. Überleben. Wer zum Teufel ist das? Oh mein Gott, ich treffe ihn nicht. Oh mein Gott, ich treffe ihn nicht.
Oh, jetzt heilt er sich auch noch. Ich krieg die Krise. Was zum? Der eine war am Brennen. Oh, der Schütze, was? Kommt mal her. Schlechte Idee. Von dir. Weggesagt. Denn sein Kopf brennt. Piso Junk, was? Ich sehe die ganzen Gegner nicht. Oh, what? Da wollte ich mich mal voll clever anschleichen, ey. Kate, bist du noch irgendwo in der Nähe? Okay, die kann jetzt ausgehen. Zeitlupe, danke. Wo ist der kleine Wichser hin? Nirgendwo. Oh. Was war das denn? Was war das? Der Bord wird nicht rot gesehen. Oh, hallo. Was von Onkel? Was zum? Warum geht ihr denn auf mich los? Bob ist dein Onkel? Was? Comic Dreams, ey. Alter, was ist das denn? Was denn für eine Massenvernichtungswaffe? Ah, wieder so ein übermenschlich starker Typ, ganz ehrlich. Alter, ruf sie alle an. Warum kommen die jetzt alle auf mich los? Mein Gott. Wieso Junk, ey. Ja, nie gesehen. Einen weiblichen Roboter darstellen? Ja, das ist halt der Brust, ey. Alter. Ich kann doch sicher nicht schwimmen, ne? Also eine Jungfrau, was? Oh, ich sperre mich ein. Alter! Ey, wie die mich nicht. Wie die mir gar nicht von der Pelle rücken, ey. Habe ich nicht nur Impulsklamotten dabei? Verdammt, ausgerechnet jetzt habe ich sie nicht dabei, ne? Boah! Ja, ich dachte, das schaffen wir ja noch locker. Scheiße! Scheiße, ich bin wieder hier. Ich meine, verdammt, ich bin wieder hier. Warum kommen die auf einmal so auf mich los?
Also das... Also was war das denn für eine Pose? Also kurz vorm Bildschirm so weggeguckt. So voller Rage. Da sehe ich einfach nur diese Pose, oh Gott. Jetzt kommen sie wieder alle. Bob ist dein Onk. Mal gerne wissen, wer diese diese Schüsse hier macht. Wie schnell das Viech ist. Oh. Also unsere Puppen. Impulssachen. Nein, habe ich natürlich weggepackt. Ihr könnt mir ruhig helfen, ne? Von der Siedlung. Ihr wollt ja wieder fertig machen. Boah, echt. Mein Gott, was hier schon wieder für eine Grütze passiert. Hell geblieben. Du machst diesen Strahl. Ah! Du Kaktusse machst diesen Strahl. Boah, na warte. Wie kann man nur so ein Ding hier im Rennen teilnehmen lassen? Na warte, jetzt ruhig auch meine bigen Dinger, meine großen Dinger aus, meine Big Guns. Warte, lauf du mal in der Nähe von irgendeinem Auto. Ernsthaft, das explodiert nicht das Auto. Warum explodiert eigentlich nie ein Auto, wenn ich das gerade am meisten brauche? Hilfe! Ich habe meine Plasmamine nicht ausgerüstet schon wieder, ehrlich. Ja, boah. Nein! Oh, danke. Du kannst mir helfen, danke. Hier geblieben. Ich erledigt. Hä, wo ist sie? Wow. Au. Alter, verpiss dich doch mal! Kümmere dich mal um die Cave. Alter, ich werde dich nicht los! Warte, wenn du schwimmen kannst, ne? Ich schwöre bei. Blödes Viech, ey. Kampf der eisernen Jungfrauen. War jetzt natürlich wieder ein perfekter Moment, daneben zu treffen. Mann! So ein Scheiß! Wäre so ein Gegner, der mich mit einem Schlag fertig machen kann, ey Junge, kotzt mich so an manchmal. Hätte ich schon längst erledigen können, ja alles.
So, warum habe ich meine Plasma wieder nicht ausgerüstet gehabt? Habe ich doch ausgerüstet. Boah. So kacke, ja. Das Viech. Boah, wie lange immer dauert, bis ich einen erledige, ne? Sensorwarnung. Greife an. Boah. Die oh, genau, geh auf die los. Jetzt habe ich dich. Meine Güte, ey. Alter, ey. War schon wieder vollkommen übertrieben, was die hier abgezogen haben. Ja, du bringst jetzt auch mal, danke. Ich glaube nicht, dass hier noch was Schlimmeres rumläuft. Nein. Er ist im Lager. Hol die Bots. Lass sie los. Ah. Gut, dass du genauso schnell bist wie ich im geduckten Zustand. Mein Gott, ey. Lass mich aber auch nicht in Ruhe, ey. Verreck. Mein Gott. Ich glaube, der mysteriöse Fremde so oft auftauchen, ne? Wenn ich mal VATS benutze. Ja, was machst du jetzt? Immer noch. Du bist schon wieder okay. Ne, die könnte ich jetzt wieder gut gebrauchen. Oh, jetzt kommt ja auch noch so ein Fetter. Ich überziehe schon wieder hier wie blöd gleich. Du, ich versuche dich die ganze Zeit zu töten, ne? Wo bist du? Bist du einfach nicht.
Oh mein Gott. Ich wollte jetzt eigentlich nicht hier noch für zwei Parts rumeiern. Findest du? Na ja, 10 Erfahrungspunkte nur. Oh. Würde sagen, ich beende den Part hier. Und was ist denn noch hier? Nee, du machst mich jetzt fertig, ey. Da will mich echt ankotzen. Nein, ist auch noch einer. Ich abknallt. So. Ich würde sagen, ich beende erstmal ein Part hier mit dem Gefecht und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir den Rest hier kaputt hauen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.